Medien mit Weida Video. Die Hochschule mit Weida war am 30. April Veranstaltungsort des Kindertheaterstücks. Die beiden Schauspieler der Theatergruppe Pohips und Konsorten, Stefan Ferenz und Maike Jansen, verzichten auf ein großes Bühnenbild. Allein mit ihrem Schauspiel und ihren Kostümen begeistern sie ihr junges Publikum. Wie sind sie auf die Idee gekommen, das Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler als Theaterstück zu inszenieren? Wir sind vor ein paar Jahren mit einem anderen Buch des Verlages von Jana schon mal auf Tour gewesen. Und es geht darum, Kinder ans Lesen ranzuführen. Und der Verlag, Belz und Gelberg, die haben im letzten Jahr ein neues Stück, ein neues Buch rausgebracht, den Stockmann. Und dann wollten sie zur Buchmesse, sind sie auf uns zugekommen, weil wir halt mit denen schon was gemacht haben und es gut funktioniert hat, auch im letzten Jahr. Und dann ist es schlussendlich der Gryffalo geworden. Wie ist die Planung und Umsetzung des Theaterstücks verlaufen? Erstmal war das Buch und das Text. Und die Bilder, naja, die Bilder sind meist für uns die Inspiration, nur hier war ein bisschen anders, weil hier war sehr viel Text und war gereimt, also dieses Text, und der war wunderschön, und dann haben wir uns entschieden, ja, wir nehmen das auch mit dem ganzen Text, und ja, dann war nur die Fantasie eingeschaltet und wie umsetzen wir dieses Buch. Und wie hat es dem jungen Publikum gefallen? Gut. Auf die Frage hin, wer sie besonders beeindruckt hat, gingen die Meinungen doch ein wenig auseinander. Wegen der Maus. Das mit dem Gryffalo. Und wie war die Meinung der Eltern zum Theaterstück? Also ich fand's schön, ja. Ich denke, den Kindern hat es auch wirklich gefallen und sie werden auch drüber nachdenken, über das, was sie hier gesehen haben. Den Künstlern wurde mit einem herzlichen Schlussapplaus für ihre Leistung gedankt. Die Hochschule mit dem Studio A bot für diese Aufführung den idealen Veranstaltungsort.